Herzlich willkommen zur Online-Themenreihe mit dem Titel Digitale Schule? Fragezeichen. Auf den Kulturwandel kommt es an. Ausrufezeichen. Die Themenwoche wird veranstaltet von der Deutschen Schulakademie und der Agentur Jürgen und Konsorten. Mein Name ist Judika Schmitz. Ich moderiere Sie heute durch dieses Webinar. Das mache ich nicht alleine. Ich habe wunderbare technische Unterstützung, damit das hier reibungslos läuft. Und meine Co-Moderatorin Anke Wagner der Deutschen Schulakademie ist auch da. Hallo Anke. Hallo. Wunderbar. So, willkommen. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen gestern oder vielleicht auch schon am Sonntag dabei waren. Ich habe gestern schon moderiert und habe aber auch am Sonntag schon reingeguckt und auch gestern noch in andere Webinare. Ich kann nur sagen, wie es mir geht. Ich bin begeistert von der Fülle der Themen, der wirklich reichhaltigen Praxis der Referierenden. Und genauso freue ich mich jetzt auch auf dieses Webinar, in dem wir auch aus der Praxis schöpfen werden, nämlich mit unseren drei Referierenden. Darf ich bitte Reika Wiete heute aus Südafrika, Kapstadt Genau. begrüßen? Nicht Kapstadt, Johannesburg, das echte. Johannesburg, Hallo, richtig. Hallo. danke Bei uns schön. heute auch noch Karel Rundu, Estland. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Hallo Karel. Und wir haben noch Jakob Shannon aus. Ich glaube, du sitzt in Berlin heute, oder? Ich bin heute am Pariser Platz in Berlin, ganz genau. Wunderbar. International aufgestellt. Bevor wir starten, möchte ich noch ein paar technische Hinweise geben, damit wir hier gut durchkommen. Also, wie Sie gesehen haben, vielleicht wird dieses Webinar auch aufgezeichnet. Das machen wir, damit auch die Leute, die jetzt gerade nicht die Zeit haben, weil sie entweder noch in der Schule sind, arbeiten oder, wie wir gestern gehört haben, noch ein Baby auf dem Bauch schlafen haben zur Mittagszeit, das dann auch zu einem anderen Zeitpunkt sich noch angucken können. Sie erscheinen nicht im Bild. Sie können sich überlegen, ob Sie Ihre Kamera ausmachen und somit ein paar Daten sparen oder sie anlassen. Das ist Ihnen ganz selbst überlassen. Wir gehen nachher noch in Breakout-Gruppen. Da werden Sie automatisch hingeschoben. Da möchten wir Sie bitten, machen Sie Ihre Kamera an, machen Sie Ihr Mikrofon an, damit Sie wie so ein bisschen im echten Konferenz-Setting mal so nach links und rechts gucken können und Ihre Sitznachbarin und Ihren Nachbarn begrüßen können. Das ist schön, wenn Sie sich austauschen können. Bevor wir jetzt gleich starten, möchte ich Sie noch kurz auf das Programm hinweisen. Gucken Sie auch gerne auf die Online-Seite dieser Themenwoche, die ist wirklich sehr, sehr gut befüllt. Da finden Sie eigentlich Antwort auf so jede Frage. Unter Mitmachen finden Sie den Punkt, der am Samstag auf uns wartet, nämlich das Barcamp. Das Barcamp kennen wahrscheinlich viele von Ihnen. Da haben Sie die Gelegenheit, Sessions zu gestalten und Sie können sich dafür auch noch eintragen. Ich bin heute Morgen wieder mit meinem ersten Kaffee aufgestanden zum Radio Morgenkreis. Das finde ich eine ganz herrliche Idee. Da kriegen Sie, wenn Sie möchten, noch so eine Zusammenfassung von dem, was am letzten Tag geschah und einen Ausblick auf das, was Sie am Tag erwartet. Gut. Heute, und zwar jetzt, erwartet Sie unser Webinar mit dem Blick ins Ausland. Wir wollen schauen, wie Digitalisierung und Schulentwicklung international funktioniert. Und bevor wir das machen, möchten wir Sie einladen, mit uns gemeinsam in Breakout-Gruppen sich vorzustellen. Wir werden heute, weil wir doch recht viele Teilnehmende sind, Ihre Fragen über Mentimeter zu uns holen. Für die, die das kennen, die können jetzt schon mal auf den Link klicken. Der wird jetzt gleich hier im Chat erscheinen. Dazu kriegen Sie einen Code, der lautet 7087665. Wenn Sie mögen, können Sie schon zu Menti gehen. Das können Sie entweder mit einem zweiten Endgerät, zum Beispiel Handy, machen oder Sie machen es über den Browser. Wir gucken uns das aber auch gleich nochmal zusammen an. Ich weiß, es gibt ganz viele von Ihnen, die das schon mit Augen zumachen. Für die es das erste Mal ist, machen wir das gleich nochmal gemeinsam. Jetzt geht es für Sie aber erstmal in die Breakout-Sessions. Sie werden zu dritt in die Sessions gehen. Sollten da zu wenig aktive Menschen sein,
kommen Sie einfach wieder zurück zu uns und dann gucken wir hier weiter. Also, Sie werden jetzt zu dritt eine Breakout-Session haben und wir bitten Sie, dort zwei Fragen zu beantworten. Einmal, wer sind Sie? Stellen Sie sich vor. Und die zweite Frage ist, welche Frage bringen Sie heute mit? Wir sehen uns dann gleich wieder. Ich gebe Ihnen 4 Minuten. Das ist, glaube ich, eine gute Zeit. Sie kriegen einen Countdown, 60 Sekunden, bevor die Session zu Ende ist. Dann sollten Sie vielleicht nochmal an die das Wort geben, die bis dahin noch nicht gesprochen haben. Viel Spaß und bis gleich. Ich bin gerade in einer Breakout-Session gelandet, in der zufällig 2 Frauen zusammengewürfelt wurden. Die eine an der deutschen Schule in Istanbul und die andere, die ehemals früher in Istanbul auch unterrichtet hat. Und die Fragen von diesen beiden Frauen gehen in die Richtung Praxis. Und es wurde gemutmaßt, dass die Kollegen und Kolleginnen, die an Auslandsschulen tätig sind oder waren, die besonders motivierten sind. Und dass man von denen ganz besonders gut lernen kann, wie sie auch mit Digitalisierung umgehen und umgegangen sind. Das ist natürlich jetzt für mich als Moderatorin, war das natürlich eine Goldgrube gerade. Jetzt möchte ich gerade Sie noch mitnehmen zu Menti. Ich weiß, einige von Ihnen wissen genau, was zu tun ist. Für die anderen teile ich jetzt gerade meinen Bildschirm. Ich kopiere mir den Code von Menti und gehe dann, sobald mein Bildschirm freigegeben ist, dass Sie das auch sehen können, zu Menti und gebe hier den Code ein. Und jetzt gibt es eine Sache, die so ein bisschen missverständlich ist. Auch wenn Sie keine Frage stellen möchten, dann bitten wir Sie dennoch, die Fragen, die schon da sind, mit Daumen hoch zu bewerten, sodass wir sehen, welche Frage Ihnen besonders auf den Nägeln brennt. Ja, also wenn Sie jetzt hier Ihre Frage eintippen, ich mache mal jetzt ganz kurz. Bitte teilen Sie uns Ihr Lieblingstool mit. Dann gehe ich unten auf Abstimmen. Und jetzt gleich erscheint die Frage. Wenn Sie unbedingt möchten, dass die Frage beantwortet werden soll, geben Sie uns hier Klick, einen Daumen hoch. Und wir sorgen dann dafür, dass die Fragen mit den meisten Daumen hoffentlich auch hier Eingang finden. Ich sehe, es läuft schon. Ich gehe jetzt wieder raus aus der Bildschirmpräsentation und übergebe an Anke, die an dieser Stelle uns vielleicht schon mal gemeinsam mit unseren Referierenden, die ich zu uns bitte. Anke, zeigst du uns gerade, was für Fragen an dieser Stelle schon eingegangen sind? Und Karel und Reika und Jakob, kommt einmal zu mir und wir gucken gemeinsam auf das Menti. Genau, ich habe jetzt hier meinen Bildschirm geteilt und Sie können die Fragen sehen, die Frage, die gerade ganz oben ist, aber das kann sich natürlich auch ganz schnell ändern, wenn Sie Ihre Daumen verteilen. Wie macht Estland das mit der Digitalisierung und warum klappt es dort? Ich kann da nochmal was, die zweite. An zweiter Stelle steht noch dein Beitrag, deine Frage, das nach dem Lieblingstool, Julika. Dann dritte, wer sorgt dafür, dass die Technik stabil funktioniert an den Schulen? Das ist auch eine Frage, die viele beschäftigt. Ja, und ich möchte Sie einfach einladen, weiterhin Ihre Fragen zu posten und eben auch den Daumen zu vergeben, damit wir einfach eine Vielzahl von Fragen haben, die wir dann hier einbringen können. Dankeschön. Gerne. Ja, dann nutze ich gerade nochmal die Gelegenheit und stelle Ihnen unsere Referierenden heute mit noch einem Nebensatz vor. Ich möchte gar nicht viel Zeit wegnehmen, weil ich weiß, dass Sie auf die Inputs warten. Wir haben heute Reika Wiethe bei uns. Sie ist von der Deutschen Schule in Johannesburg und Beiratsmitglied des Forschungsprogramms des Deutschen Schulpreises. Wie geht gute Schule? Wir haben Karel Rundu, er ist Schulleiter
der Deutschen Schule in Tallinn in Estland. Und Jakob Schamon, der ist, jetzt muss ich einmal Luft holen, einmal geschäftsführender Vorstand vom Forum Bildung, Digitalisierung und ehemaliger Schulleiter der Deutsch-Skandinavischen Gemeinschaftsschule in Berlin. Und von ihm werden wir heute ein wenig einen Rundumblick international bekommen. Ihr habt die Fragen schon gesehen. Ich glaube, da finden wir gute Antworten drauf. Und ich würde sagen, top, die Wette gilt. Und wir starten mit dem ersten Input. Jakob, von dir. Ja, vielen Dank. Dann muss ich ja jetzt wirklich die Übung jetzt hier machen, schnell mein Bildschirm freizugeben. Und du hast mich ja, was soll man sagen, hochwertig verkauft. Seht ihr jetzt den Bildschirm? Wunderbar, super. Ich habe es auch hier in der Hand, weil wir haben vom Forum Bildung und Digitalisierung letztes Jahr Reformstrategien von der ganzen Welt eingeholt. Und da ging es eigentlich genau darum zu wissen, wie sieht die Welt da draußen aus, wenn man über den Tellerrand guckt, was kann man daraus lernen? Und das war ein ganz spannender Prozess. Ich habe den Link hier unten auch mit eingebaut. Es wird auf der Seite des Forums downloadbar sein. Das heißt, das ist was gibt es hier für Seiten? Keine Ahnung, 70 Seiten. Das werde ich jetzt nicht in 7 Minuten vorstellen können, aber ich gebe einen ultra kurzen Overview. Interessanterweise ist, hat man in 5 unterschiedliche Länder reingeschaut. Natürlich der deutsche Liebling sozusagen Estland, das muss ich ja als Däne immer so ein bisschen, stelle mir die Frage, aha, warum nicht Dänemark? Aber das ist der super heute, das werden wir auch dazu zurückkommen. Ich kann ja den 2 Worte zu Dänemark sagen. Dann hat man auch in Spanien reingeschaut. Ich werde nachher gleich ein bisschen nach Tschechien den Scheinwerfer hinwerfen. Das finde ich nämlich auch ganz spannend. Ein kleines europäisches Land, was auch nicht immer so in Fokus ist. Dann hat man nach Brasilien geguckt, was auch sehr spannend ist, weil in Brasilien hat man die gleiche Herausforderung mit dem Föderalismus wie in Deutschland. Und das sieht man hoffentlich, ich sehe es gerade nicht wegen den Bildern, aber hat man auch nach Singapur geguckt. Wie gesagt, in 7 Minuten schaffe ich nicht, in allen von diesen Themenfeldern reinzugehen. Aber wir haben vereinbart, das, was für mich immer so spannend ist, Digitalisierung geht nicht darum, dass wir digitalisieren die Arbeitsblätter. Wir müssen was Neues erfinden und was Neues auch zu dem Bereich mitnehmen können. Und deswegen finde ich auch den kreativen Umgang mit der Digitalisierung unglaublich spannend. Und in dieser Studie hat man an 4 unterschiedliche Levels geguckt. Natürlich Unterrichtsentwicklung, aber auch Schulentwicklung, Netzwerkentwicklung und Politikentwicklung. Weil das ist ja so mit Digitalisierung, das ist ja nicht nur mit einem Akteur abgegessen. Da müssen wir wirklich das Rundumbild haben und alle Akteure müssen zusammenarbeiten. Das ist eine der großen Herausforderungen in Deutschland. Manchmal habe ich das Gefühl, dass der linke Hand nicht weiß, was der rechte Hand macht. Und da müssen wir zumindest auch ran an die Rahmenbedingungen. Für heute habe ich 2 ganz wichtige Punkte rausgesucht, weil mehr schaffe ich nicht. Und das ist das Thema ITC-Koordinierende in den Schulen und das ist das Thema School Labs, nennt man das in Tschechien. In Tschechien hat man 2 große Maßnahmen, also man hat unterschiedliche Maßnahmen gemacht, das seht ihr auf der Folie, aber man hat 2 Sachen gemacht, was sehr, sehr sinnvoll war. Man hat ITC-Koordinierende in den Schulen hingestellt, so wie in Dänemark, wo die Lehrkräfte vor Ort in den Schulen nicht nur mit Wartung und Support natürlich unterstützt wurden, aber auch in der pädagogischen und didaktischen Umgang mit den neuen Tools. Das heißt, Kollegen können vor Ort in der Schule im laufenden Betrieb weitergebildet werden und sie hätten die Möglichkeit, Unterstützung im Unterricht zu bekommen. Und dann hat man investiert in School Labs, also Makerspaces. Und Makerspaces ist auch das letzte Projekt, was ich hier in Berlin in meiner Schule gemacht habe. Das ist ein kreativer Lernort, wo es die Möglichkeit gibt, nicht nur, sage ich mal so, Sachen hoch und runterladen auf dem Portal, sondern das Handwerkliche mit das Digitale zu verknüpfen. Ihr seht hier auf den Bildern, es wird immer noch gestrickt und es wird immer noch gestickt, aber das kann man auch mit kleinen Robotern sozusagen verknüpfen, sodass das Selbstgestrickte auch leuchten können oder von Computern gesteuert werden. Es gibt ein Filmstudio, es gibt einen 3D-Drucker und wie ihr seht, war die dänische Prinzessin zu Besuch, als wir das geöffnet haben. Das waren die 2 Punkte, die ich aus Tschechien mitgenommen habe und die ich auch in meiner Schule in Berlin, in der skandinavischen Schule in Berlin, auch umgesetzt habe. Also auf der einen Seite vor Ort Unterstützung von Lehrkräften und die kreativen Nutzung und den kreativen digitalen Umgang mit den Geräten. Und letzter Folie, ich habe versprochen, schnell zu sein heute.
aus den Reformstrategien, wie gesagt, downloadbar auf der Seite vom Forum, gab es denn unterschiedliche Handlungsempfehlungen für Deutschland. Nicht nur aus Tschechien, sondern aus alle 5 Ländern. Natürlich ITC, Koordinierende und Makerspaces haben wir schon gesprochen, aber auch Standards für digitale Lernmedien. Das ist auch wichtig. Was müssen eigentlich neue Medien können? Es braucht strategische Rahmenlehrplan. Es braucht Kompetenzstandards für Schulleitungen und Lehrkräftebildung. Und dann war auch ein großer Wunsch nach einem Self-Assessment-Tool. Da arbeiten viele gerade im Moment dran, rauszufinden, was haben wir eigentlich, was ist unsere Ziele für unsere Schule und wie kommen wir langsam dahin. Dafür braucht man Unterstützung. Es wird gerade in vielen Ecken gebaut. Und ja, das sind die Handlungsempfehlungen von Deutschland. Ich habe 2 Worte aus Tschechien und aus Dänemark gemacht. Und ich glaube, das war es jetzt. Ganz herzlichen Dank, Jakob, für diese volle und gut in der Zeit seiende Sammlung an Informationen. Ja, wir möchten Ihnen die Möglichkeit geben, dass wir so viele Ihrer Fragen aufgreifen können wie möglich. Ich habe gerade im Mentimeter geguckt und Jakob, du hast tatsächlich einen internationalen Blick und greifst aus unterschiedlichen Kontexten Beispiele heraus. Was würdest du denn sagen, wenn wir jetzt mal Tschechien nehmen? Kannst du großen Unterschied zum deutschen Bildungssystem benennen oder sind das diverse? Was sticht da ins Auge? Also das Land ist nicht so föderalistisch aufgeteilt wie in Deutschland. Und das heißt natürlich auch da, dass die Reformen schneller sozusagen an allen Schulen rauskommen. Ich glaube, da kann der Kollege aus Estland und ich kann mit dem dänischen Brillen das Gleiche sagen. Das hat natürlich Vorteile, wenn etwas Neues ausgerollt werden. Da haben wir dieses Thema nicht, wer gibt Geld für wen und wer entscheidet über das Geld. Und dann muss ich sagen, ich finde das auch, also Tschechien ist ja nicht ein Land, was lange digitalisiert war. Das heißt, man hat wirklich auch eine Entscheidung getroffen und sagt, wir setzen 100% ein, aber wir setzen nicht nur auf einem Spur ein. Also wir greifen das System mit vielen unterschiedlichen Formaten, mit vielen unterschiedlichen Maßnahmen gleichzeitig an. Und das finde ich das sehr klug und deswegen wurde es auch ausgewählt für diese Studie, dass man wirklich an unterschiedlichsten Ecken, man hat mit Lehrkräftebildung, man hat mit Curricula, aber gleichzeitig auch, und Technik natürlich, aber gleichzeitig auch mit dem pädagogischen Winkel dazu. Also wie sichern wir uns, wie schaffen wir Innovationsräume für Lehrkräfte, dass sie was Neues ausprobieren können und wo den kreativen Zugang auch im Fokus steht. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, die wir hier in Deutschland nicht vergessen dürfen. In der Zeit, wo wir jetzt gerade einfach nur sagen, alle brauchen ein iPad, alle müssen zu Hause lernen. Ja, ist auch richtig, weil wir müssen für eine zweite Welle und Pandemie vorbereitet sein. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir Pädagogen sind und dass eigentlich brauchen wir eine pädagogische Revolution und keine technische Revolution. Ja, danke. Das bringt mich zu einer anderen Frage, auch aus Menti. Erst den großen Plan oder anfangen? Wenn du sagst, so wie du es gerade beschrieben hast, es ist ein Meer aus unterschiedlichen Ebenen und Ecken. Was ist so dein vielleicht auch Bauchgefühl? Plan oder... Ich bin ja Däne wir überlegen uns nicht so viele Sachen, bevor wir loslegen. Und manchmal sagen wir auch, ach komm, wir probieren es mal. Und ich glaube, zu der ganzen Thema Digitalisierung gehört auch eine Fehlerkultur. Natürlich muss man einen Plan haben, natürlich muss man Ziele haben, natürlich müssen wir auch große Ziele haben. Aber das ist auch ganz wichtig, dass wir ins Doing kommen. Und dazu gehört tatsächlich auch eine Fehlerkultur, wo es erlaubt ist, etwas auszuprobieren und dann nachzusteuern. Ich glaube, viele in Deutschland haben halt im Moment das Problem, wir sind so weit nach hinten, dass wir Angst haben, dafür etwas falsch zu machen. Jetzt muss alles richtig laufen. Und es gibt keinen Weg ohne Fehler. Wieder zurück, wir sind alle Lehrer oder viele in diesem Raum sind vielleicht auch Lehrkräfte. Und ich meine, wir sagen zu den Schülerinnen und Schülern jeden Tag, dass die von deren Fehlern lernen müssen. Das müssen wir auch für uns machen. Aber wir müssen Mut haben. Wir müssen auch natürlich kritisch an die Sachen gucken, die wir tun. Wir müssen einen Plan, wir müssen Ziele haben, aber wir müssen auch loslegen. Ja, okay. Ich nehme mit, dass es ist ja nicht nur Deutschland, wenn man sich das Ranking anguckt und wir haben bestimmt auch noch Teilnehmende aus anderen Teilen der Erde dabei. Also sollten Sie, wie Deutschland, das Gefühl oder tatsächlich faktisch belegt in der Digitalisierung hinterherhängen, gönnen Sie sich die Zeit zum Fehler machen. Ja? Genau. Herzlichen Dank, Jakob. Ich leite über
nach, ich würde mal sagen, zu diesem Land, was sogar schon eine extra Frage bei Menti bekommen hat. Spotlight on. Was ist es in diesem Land, in Estland, was die Dinge so gut laufen lässt? Und stimmt das, Karel? Was waren so eure Erfahrungswerte auch jetzt in der Krise in den letzten Monaten? Wo sind Stolpersteine und wo gibt es auch noch Lernfelder für euch? So, es hat mich erstmal sehr gefreut, was Jakob gesagt hat, und würde ich alles unterstreichen, was jetzt zu Fehlerkultur gesagt worden ist, möchte ich noch nicht nochmal wiederholen. Aber ich glaube, einige Schritte, die die Bildungspolitik bei uns gemacht hat, waren sehr richtig. Das heißt, auch dieses Ausprobieren erstmal machen. Aber auf der anderen Seite zum Beispiel finde ich wichtig, dass nicht jede Schule seinen eigenen Digitalplan oder Medienplan entwickeln müsste und dafür Ressourcen und Zeit und Aufwand bringen müsste. Wir haben seit 2011 die digitale Kompetenz als einer von 8 Kernkompetenzen im staatlichen Curriculum. Das heißt, alle Schulen müssen diese Kompetenzen in allen Fächern unterrichten und den Schülern weitergeben. Ich finde, das ist sehr wichtig. Seit 2002 haben wir das digitale Klassenbuch, was uns jetzt auch in der Krisenzeit sehr geholfen hat, mit der Kommunikation, mit Aufgaben hochladen oder Aufgaben weitergeben. Und ein Bildungsziel für 2020 war auch, dass alle Lernmaterialien digitalisiert sind. 1 bis 9 hat man geschafft und ungefähr die Hälfte vom Gymnasiummaterialien. Und es ging da auch nicht nur, dass irgendwelche Dateien als PDFs hochgeladen sind, sondern Videos, Feedback, Online-Tests und so weiter, dass man ein Gesamtpaket hat. Und ich glaube auch, dass man sehr viele Pilotprojekte gemacht hat, dass man nicht alles auf eine Karte gesetzt hat, sondern einige Schulen haben, was weiß ich, 3D-Drucker bekommen, die anderen haben andere Sachen bekommen, das wurde dann ausprobiert und ausgetauscht, um zu sehen, was funktioniert und was nicht. Und ich glaube, eine sehr wichtige Rolle spielt auch, dass bei uns sozusagen das Personal in der Schule angestellt wird. Das heißt, es wird nicht zentral vermittelt, sondern ein Schulleiter hat die Möglichkeit, selber Personal anzustellen. Das heißt, zum Beispiel, ich habe die Möglichkeit, einen Bildungstechnologen anzustellen oder einen IT-Support-Techniker oder jemanden, der die sozialen Medien verwaltet. Und das kann die Schule selber entscheiden. Und auch es gibt ein Etat, dass jede Schule selber gucken kann, was brauchen wir, was kaufen wir ein. Und was auch gut ist oder eine Empfehlung, dass wir auch jetzt umgestellt sind von Sachen kaufen zu Sachen leasen. Dass wir alle ein paar Jahre, wenn die Geräte schon veraltet sind, neue leasen, dass wir die nicht bis Ende sozusagen benutzen müssen. Was ich finde, was auch sehr wichtig ist, dass wir nicht nur die Bildung versuchen zu digitalisieren, sondern es um die ganze Gesellschaft geht und dass alle Dienstleistungen, dass das sozusagen Bildung nur ein kleiner Teil vom Ganzen ist. Und das macht es auch viel einfacher, auch von der menschlichen Seite, dass unsere Schüler, Eltern, Lehrer alle schon erste Schritte in die Richtung gemacht haben, dass das nichts Schockierendes oder sehr Neues ist. Was ich auch wichtig finde oder wo man dann anfangen kann, wenn man keinen Plan hat, in jeder Schule gibt es diese Leuchttürme oder die Lehrer, die schon was können. Und wir haben auch darauf gesetzt, dass wir bei Fortbildungstagen Workshops machen von Lehrern für Lehrer, dass verschiedene Fachleute, also Fachlehrer zeigen, ich benutze das in meinem Fach, vielleicht kannst du das auch benutzen und somit auch das Wissen multiplizieren. Und was auch sehr lustig und aber auch nützlich war, wir haben auch gebeten, Schüler Workshops für Lehrer zu machen, um auch sehr viele Basics den Lehrer klar zu machen. Oder auch, sie haben uns Tipps gegeben, wie im digitalen Zeitalter geschummelt wird.
Das heißt, das war sehr nützliches Wissen für alle Lehrer. Natürlich auch dieses Gleichgewicht, dass man nicht nur 8 Stunden am Tag vor dem Bildschirm sitzt. In der Krisenzeit haben wir auch Off-Tage gemacht. Das heißt, das waren die Tage im Digitalunterricht, wo alle Aufgaben so gestellt sein mussten, dass die Schüler nicht vor dem Bildschirm sitzen. Also einmal abschalten, etwas auf die geistige Gesundheit achten und ein bisschen Zeit für sich selber zu finden. Und das hat sehr gut funktioniert. Das heißt, wir hatten 4 Tage online und 1 Tag abschalten. Und was eine Herausforderung immer noch ist, Schüler mit besonderem Förderungsbedarf, Lernmaterialien für diese zu entwickeln und vor allem bei verschiedenen Bedürfnissen der Schüler, jetzt in Hybridunterrichtszeit auch sehr viel Kontaktunterricht diesen anzubieten, diesen Schülern. So, ich glaube, das war es erstmal. Ganz herzlichen Dank. Ja, wunderbar. Denken Sie weiterhin daran, Ihre Fragen über Mentimeter einzuspeisen oder einfach reinzugehen und den Daumen hoch zu machen. Karel, du hast schon so einiges aufgegriffen, wonach auch gefragt wurde. Ein paar Dinge sind, das wissen wir, einfach strukturell bedingt und in Deutschland bestehen nicht die gleichen Möglichkeiten. Deswegen fand ich es besonders gut, dass wir auch von dir gehört haben, was dennoch möglich ist. Also beispielsweise, was auch im Menti gefragt wurde, ist die Möglichkeit nach Fort- und Weiterbildung, dass ihr Schülerinnen und Schüler gefragt habt, das Lehrpersonal weiterzubilden. Das ist natürlich einfach auch ein Kniff. Und eben dieses Voneinanderlernen, das hören wir immer wieder, Mikrofortbildung. Ja, also gerade die Menschen zu fragen, die schon, und wenn es nur ein Tool ist, mitbringen und das untereinander auszutauschen. Das scheint auch bei euch, sagen wir, nennen wir es mal niedrigschwelliger oder eben nicht von der politischen Landschaft beeinflusst, zu guten Erfolgen geführt zu haben. Ja, wunderbar. Dankeschön. Reika, wir machen weiter. Wie sieht es bei euch aus? Was haben die letzten Monate gebracht? Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Ja, unsere Erfahrungen sind tatsächlich ein bisschen ähnlich. Also eigentlich sind mir hier schon wunderbare Vorlagen geliefert worden von meinen beiden Vorrednern. Vielen Dank dazu, weil bei uns tatsächlich auch so dieses Voneinanderlernen sehr, sehr stark im Mittelpunkt war. Und ich teile jetzt mal eben meinen Bildschirm, um da einmal reinzugehen. Ich glaube vielleicht aber, um zu starten, muss man noch, da sollte die Slideshow jetzt kommen. Ja, da ist sie. Muss man vielleicht auch noch so ein bisschen was vorwegstellen, wer wir überhaupt sind, weil ich habe jetzt auch schon so in den Breakout-Sessions gehört, irgendwie, was läuft denn jetzt besser im Ausland als in Deutschland? Und ich kann gar nicht sagen, was jetzt besser im Ausland läuft oder in Südafrika, weil wir sind nicht jetzt sozusagen stellvertretend eine Schule für Südafrika, sondern wir sind eine deutsche Auslandsschule in Südafrika. Und das heißt, wir sind in allererster Linie mal eine Privatschule, die natürlich nach deutschem Curriculum unterrichtet und auch auf deutsche Abschlüsse hinführt, also in unserem Fall auf das Abitur, neben dem nationalen Abschluss, den man bei uns auch erlangen kann. Und wir haben natürlich auch eine Förderung aus Deutschland mit etwas mehr als der Hälfte sozusagen. Aber die andere Hälfte, die ist in privater Trägerschaft hier in Südafrika. Das heißt, wir haben dann doch irgendwie einen Sonderstatus, sage ich jetzt mal, hier im Land beziehungsweise hier in Johannesburg. Man kann uns dann eher vergleichen mit den anderen deutschen Auslandsschulen im südlichen Afrika als mit den Schulen in Südafrika ganz allgemein. Ich könnte jetzt ganz viel erzählen noch über unsere Schule. Wir sind Begegnungsschule, wir haben Kinder aus dem Gastland, wir haben über 40 verschiedene Sprachen.
Wir führen, wie gesagt, zu diesen zwei Abschlüssen. Wir haben eine Kooperation mit Grundschulen aus Soweto, um eben auch Kindern aus vormals benachteiligten Verhältnissen eine Chance zu geben bei uns an der Schule. Ich möchte aber lieber die wunderbaren Vorlagen meiner Vorredner aufgreifen und eher jetzt hier gemeinsam einen Blick auf unseren Prozess werfen. Denn in der Tat war für uns diese Corona-Krise und dieser Zwang sozusagen, dieses Muss zur Digitalisierung ein Sprung ins kalte Wasser. Deswegen habe ich hier dieses Bild von unserem wunderbaren Swimmingpool an der Schule ausgewählt. Ich will nicht sagen, dass wir vorher digitale Wüste waren, aber wir hatten ein ganz gut funktionierendes WLAN. Wir hatten in jedem Raum einen Beamer und manchmal auch eine Dokumentenkamera. Aber das war es dann auch. Also wir haben jetzt nicht irgendwie vorher schon digital gearbeitet. Um ehrlich zu sein, haben wir die Digitalisierung eigentlich immer ein bisschen vor uns hergeschoben, weil wir gedacht haben, wir haben ganz andere Schwerpunkte, vor allem im Bereich der sprachlichen Bildung. Und nun mussten wir aber, weil Südafrika eben tatsächlich sehr schnell, sehr früh und sehr überraschend auch in den sehr harten Lockdown gegangen ist. Im März, als hier kaum Fälle im Land waren, und binnen weniger Tage wurden eben auch die Schulen geschlossen, sodass uns das sozusagen eiskalt erwischt hat. Und ich will jetzt einfach mal ein bisschen zeigen, wie wir damit sozusagen umgegangen sind. Wir haben dann über Nacht uns erstmal eine Plattform sozusagen gesucht und also wirklich buchstäblich über Nacht installiert, auf der wir unsere Schule so gut es geht eben virtuell abbilden können, mit allen Klassen, mit allen Teams, aber auch mit Flächen für Kolleginnen und Kollegen, also schwarzes Brett und ähnliches, für alle Gremien und sonstigen Gruppen an der Schule und haben dann ganz schnell unsere ganzen Kollegen und Kolleginnen in einem Crashkurs, noch bevor der Lockdown griff, ein paar Tage Zeit hat man uns gegeben, aber als die Schüler schon zu Hause waren, dann auf diese Plattform gebracht. Zeitgleich ein IT-Helpdesk eingerichtet, was täglich eben zur Verfügung stand für alle Beteiligten, also für die Kolleginnen und Kollegen, aber auch für die Schülerinnen und Schüler und auch für die Eltern. Und wir haben eine Handreichung geschrieben, und zwar auch an alle drei Zielgruppen, aber in einem Dokument, also Eltern, Schülerinnen und Schüler, Kolleginnen und Kollegen, damit von Anfang an die Strukturen und auch die Standards, zumindest die Minimalstandards, über die wir uns unterhalten, für alle klar waren und transparent waren. Ich glaube, das war schon mal eine so ganz wichtige Voraussetzung, um sozusagen gemeinsam erstmal überhaupt loszulaufen. Was aber, glaube ich, vor allem dann, und das hat Jakob gesagt und auch Karel, ihr beide habt das eigentlich erwähnt, was dann uns auch, denke ich, wirklich gut durch die Krise getragen hat und uns sehr geholfen hat, uns ja jetzt auf gleich zu einer virtuellen Schule zu entwickeln, war, dass wir geguckt haben, was haben wir eigentlich für Wissen in der Schule, und nicht erst lange gesucht haben für Fortbildungen von außen oder so. Wir hatten auch eine Schulung mit einer externen Kraft, die sozusagen für diese Plattform auch stand, aber ich würde im Nachhinein fast sagen, die hätten wir gar nicht unbedingt gebraucht. Wir haben eine Abfrage gemacht unter den Kolleginnen und Kollegen, haben gefragt, wer von euch kann sich denn vorstellen, als sogenannter Super-User zu agieren und hat Lust, sozusagen da eine Vorreiterrolle einzunehmen. Das haben sich dann relativ schnell 12 Kolleginnen und Kollegen gefunden aus allen Schulbereichen. Wir haben ja ein Programm vom Kindergarten bis zur 12. Klasse. Und ja, auch alle Altersgruppen, muss man sagen. Ja, ganz junge Kollegen, Kolleginnen, aber auch Kolleginnen, die schon einige Jahre dabei sind. Und die haben sich eben mutig auf den Weg gemacht und haben ausprobiert und rumprobiert und ihr Wissen geteilt. Und das war, denke ich, bei uns ein ganz großer Gelingensfaktor, eine ganz große Gelingensbedingung in Form von Fortbildung, von kleinen Videos, also Tutorials, die bereitgestellt wurden, übrigens auch für die Schülerinnen und Schüler, aber auch in Form von einem Helpdesk, was also so ein Help-Channel, der die ganze Zeit allen zur Verfügung stand und sich zu einer sehr regen Austauschplattform entwickelt hat. Ja, ich überspringe jetzt mal so ein bisschen. Wir haben Infrastruktur bereitgestellt, sowohl für Schülerinnen und Schüler aus strukturell benachteiligten Gebieten oder Haushalten, als auch zum Teil für Kolleginnen oder Kollegen.
Und gehe aber mal weiter zu dem nächsten Punkt, weil in Einklang sozusagen mit dieser Gruppe der Super-User haben wir dann regelmäßig Fortbildungen, also Inhouse-Fortbildungen angeboten unter dem Motto Bring and Share. Und wir haben das dann ein Online-Fortbildungscafé genannt und haben dort eben tatsächlich uns regelmäßig ausgetauscht zu unseren Best-Practice-Erfahrungen, aber auch zu Stolpersteinen, haben gemeinsam nach Lösungen geguckt. Und das Ganze immer flankiert von dann auch aktiven Abfragen und Nachfragen hinsichtlich der Fortbildungsbedarfe innerhalb unseres Kollegiums. Ich glaube, das war so mit das, was am meisten getragen hat. Und wir haben uns darüber dann tatsächlich binnen dieses knappen halben Jahres wirklich weiterentwickelt, was virtuellen Unterricht angeht, also vom einfachen Hochladen von einem Arbeitsblatt am Anfang hin zu wirklich interaktiven, kooperativen und später auch kollaborativen Arbeitsformen gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern. Parallel haben wir versucht, auch die Eltern immer mitzunehmen, denn wir wissen ja alle, in dieser Corona-Zeit ist den Eltern also sind die eigentlich auch alle zu Experten in Sachen Unterricht geworden. Denen ist eine besondere Rolle zugekommen. Sie mussten ihre Kinder zu Hause doch teilweise mehr als sonst unterstützen. Und wir haben eben auch für die Eltern einen Workshop angeboten, der diesen also unsere Plattform vorstellt, sodass sie eben auch besser verstehen, was da eigentlich vor sich geht und wie sie vielleicht im Zweifel ihren Kindern auch helfen können. Wenn wir wir haben auch im Prozess ganz viel ausprobiert und angepasst und verworfen und wieder neu aufgestellt. Also es war ein sehr dynamischer Prozess. Und immer wenn eine neue Entscheidung anstand sozusagen oder eine neue Entscheidung gefallen ist, haben wir so ein bisschen anlassorientiert auch Townhall-Meetings angeboten, also alles online für die Schulgemeinschaft, damit eben dann auch die Möglichkeit bestand, Fragen zu stellen und Antworten zu bekommen. Wir haben ein schuleigenes Förderzentrum, das hat online weitergearbeitet, war auch ein wichtiger Faktor, der uns getragen hat für die mehr so emotionale Unterstützung mancher Schülerinnen und Schüler und auch mancher Kolleginnen oder Kollegen. Und nicht zuletzt haben wir uns zum Schluss auch die Zeit genommen, mal rauszugehen. Wir sind eben ein bisschen rausgefahren hier aus der Stadt und haben mit der Steuergruppe und der engeren Schulleitung dann so eine Art Think Tank gehabt, haben mal eine Zwischenbilanz gezogen und geguckt, was haben wir denn jetzt eigentlich geschafft, was war denn jetzt eigentlich gut und haben auch schon mal angefangen, vorsichtig in die Zukunft zu gucken, so dieses typische, was nehmen wir jetzt mit aus der Krise und wie wird die Schule eigentlich sein, wenn wir zurückkommen, aber da sind wir im Moment tatsächlich auch immer noch in einem offenen Prozess und wollen das gerne mit der Schulgemeinschaft dann auch mittelfristig gemeinsam angehen. Ja, ein zweites, worauf ich noch hinweisen möchte, wir haben eben tatsächlich nicht nur sozusagen über das Bildungsangebot uns Gedanken gemacht, über den Prozess, insbesondere da eben auch als Unterstützungsprozess für die Lehrkräfte steuern können, sondern auch geguckt, wie können wir eigentlich die Bindung an die Schule halten und wie können wir vielleicht auch Wertschätzung zum Ausdruck bringen. Wir haben uns hier der sozialen Medien bedient. Hier sind einige Beispiele aufgelistet, was so gelaufen ist, auch gerade in der Zeit dieses Lockdowns. Ich will nur mal so zwei, drei rausgreifen. Zum Beispiel unsere Reading Challenge, das sieht man so schön da oben auf dem Foto. Das war so eine ganz nette Sache. Wir haben Fotowettbewerb gemacht von den Heimarbeitsplätzen. Und jetzt zuletzt hatten wir so eine Dance Challenge. Das muss man sich aber auf YouTube angucken, das kann ich jetzt so nicht in Worten beschreiben, aber ja, um eben auch so das Menschliche dabei zu behalten und nicht aus dem Blick zu verlieren. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon über die Zeit bin, ich habe nicht so ganz genau auf die Uhr geguckt. Hier am Ende nochmal ein bisschen die Zusammenfassung unserer Gelingensbedingungen. Natürlich haben wir auch jede Menge Stolpersteine mitgenommen und Probleme und Herausforderungen, mit denen wir zu kämpfen haben. Aber ja, es sollte ja auch erstmal nur ein kurzer Einblick und Eindruck vermittelt werden und vor allem der Fokus eben auf, wie können wir die Lehrkräfte mitnehmen. Und da dieser Spruch, we are the tools, das sagte eine Kollegin zu mir in einem von so einem Fortbildungscafé, ich finde, der trifft es ganz gut. Und ja, auch Maike Schubert hat ja schon am Sonntagabend in ihrem Vortrag gesagt, dass es eben wichtig ist, dass man sich da irgendwie zu so einer
Lerncommunity entwickelt. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Ja, das vielleicht soweit erstmal von mir. Wer sich das Video angucken will, ganz am Ende von unserer Dance Challenge ist der YouTube-Link. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich halte mal das für alle Referenten und unsere Referierenden ins Bild. Herzlichen Dank. Die Präsentationen werden im Nachgang auf der Seite hochgeladen. Also wenn Sie so schnell den Link jetzt nicht abgeschrieben haben, keine Sorge, da kommen Sie noch dran. Ja, das war jetzt ganz schön dicht an ganz vielen Praxisbeispielen. Ich habe versucht, einiges mitzuschreiben, um es hier auch nochmal einfließen zu lassen. Ich greife einen Punkt auf, nämlich das gemeinsame Lernen und We are the tools. Es kam die Frage über Menti, ob ihr nicht eine Session im Barcamp anbieten wollt, weil unsere Teilnehmenden schon ahnen, dass sie hier nicht genug Zeit haben, alles zu erfahren, was sie wirklich brennend interessiert. Ich gebe das mal so mit, ihr könnt ja darüber nachdenken. Ich würde, Anke, mit dir jetzt einmal auf Menti gucken und schauen, was die Teilnehmenden interessiert. Ich habe so ein bisschen reingeguckt. Es sind, finde ich, auch ganz spannende Fragen, die nicht so viele Daumen haben. Also vielleicht gönnen wir uns gleich nochmal einen Blick auf die. Also die ersten Fragen haben wir, finde ich, schon ganz gut einbezogen. Wir könnten nochmal, also gerade Gelingsfaktoren hat Reika ja auch gerade, war auch schon was dazu gesagt. Estland haben wir ja auch gehört. Wie die Weiter- und Fortbildung funktioniert, das wäre noch eine Möglichkeit, da nochmal mehr reinzugehen. Wir haben ja von den Mikro-Weiterbildungen und dem Peer-to-Peer-Learning gehört. Vielleicht gibt es da noch ein paar Ideen, die wir noch teilen können. Es kommt die Frage, wie die Technik stabil gehalten wird und dafür gesorgt wird und auch wie die Finanzierung funktioniert, wie das an euren Schulen läuft. Also wer übernimmt den technischen Support und eben auch die technische Ausstattung und wer sorgt dafür die Finanzierung? Das reicht wahrscheinlich an dieser Stelle schon. Herzlichen Dank. Wir nehmen das mal mit und machen nochmal die Runde. Ich würde sagen, Fortbildung zuerst. Wir haben schon ein paar Sachen gehört. Jakob, du nickst schon. Möchtest du nochmal einsetzen? Ja, weil ich finde, das ist so ein wichtiger Punkt. Und ich glaube wirklich jetzt, wir wissen alle, was es benötigt in Deutschland. Also es benötigt ja wirklich für uns hier, dass da fokussiert auf diesen Punkt geguckt werden. Aber ich kann so ein bisschen auch im skandinavischen Raum sagen, wie ich das auch als Lehrkraft erlebt habe. Als ich angefangen bin, vor 10 Jahren zu unterrichten da oben, hatten wir wirklich viel mehr, also viel Möglichkeit, auch externe Weiterbildungen zu besuchen. Also so wie hier in Berlin zum Beispiel die regionale Fortbildung. Aber ich konnte auch viel auswählen. Also sozusagen, ich hatte ja so ein Kontingent, die denn der Schulleitung verteilt haben. Und ich konnte mich sozusagen selber wählen. Aber was ich ganz spannend finde, und das ist ja so ein bisschen vergleichsweise, die deutsche Lehrkräfte müssen sich ja auch ausbilden. Aber was da oben halt anders ist, der Schulleitung muss es genehmigen. Das heißt also, wenn der Schulleiter zum Beispiel sagen will, wir setzen Fokus auf Digitalisierung und die Lehrkräfte, sage ich mal, so andere Themen auswählen, dann kann der Schulleiter auch sagen, nee, warte mal, wir haben jetzt einen Fokus auf Inklusion oder auf Sprachbildung oder auf Digitalisierung. Also möchte ich, dass wir dieses Jahr fokussiert darauf setzen. Und da müsste man sozusagen auch gerade stehen und das tun. Und das finde ich, das ist ein spannender Punkt, weil auf der einen Seite ist Motivation unglaublich wichtig für Weiterbildung, das wissen wir. Aber auf der anderen Seite braucht man als Führung auch ein bisschen die Möglichkeiten haben zu steuern, in welche Richtung gehen wir. So, da haben wir so ein bisschen dieses Thema Pflicht und Kür. Und dann natürlich das, was ich vorher auch kurz mal mitgesagt habe. In Dänemark wurden die Bibliotheken in den 2000er Jahren in jeder Schule umgebaut, so digitale Lernzentren. Und dann gibt es denn tatsächlich pädagogische Berater, die denn, also Lehrkräfte, die mit einer Zusatzausbildung für die anderen Lehrkräfte in den Schulen als Koordinatorin oder pädagogische Berater tätig sind. Und das bedeutet, dass viel von den Weiterbildungen, die man früher extern gemacht hat, wird sozusagen peer-to-peer von Kollege zu Kollege intern in den Schulen stattfinden. Und ich habe das so oft gelernt oder gemerkt, dieses Thema, man schickt Kollegen in Weiterbildung, dann kommen die zurück
und es wird nicht immer umgesetzt. Und mit diesem System, wo KollegInnen vor Ort in der Schule diese Begleitung machen können, dann ist der Möglichkeit, das zu steuern und auch wirklich eine langfristige Haltungsänderung oder eine langfristige Kompetenzerwerb auch möglich innerhalb der Schule. Und ich glaube, das brauchen wir hier in Deutschland. Ich antworte kurz auf die Frage, die gerade gekommen sind. Das ist natürlich im laufenden Betrieb. Das heißt also, ich kann eine meiner Beratungskollegen sozusagen mit zu mir holen in der Planung, in der Durchführung und der Evaluation. Also ja, es ist natürlich on top, aber das ist ja Weiterbildung immer, aber das ist ja ein Teil des großen Ganzen, wenn Lehrer arbeiten. Danke, Reika. Ja, ich denke also, dass, was du sagst, Jakob, ist absolut richtig und wichtig. Also da liegt so viel Charme drin und so viel Chance auch in dieser Peer-to-Peer, in diesem Peer-to-Peer-Lernen. Und das Stichwort ist ja eigentlich dann auch, das nächste Stichwort wäre für mich dann die kollegiale Unterrichtsreflexion. Und also nicht nur Hospitation, sondern eben auch die Reflexion. Ich habe auch gesehen, Wilfried Fuchs ist hier unter den Teilnehmenden und der hat mich an meiner alten Schule dahingehend auch schon inspiriert. Das wäre für mich jetzt so ein logischer nächster Schritt, tatsächlich nicht nur voneinander zu lernen, indem man sich nachmittags in irgendwie einem wie auch immer gearteten Setting trifft und Bring and Share betreibt, sondern tatsächlich auch gemeinsam in den Unterricht zu gehen, sich gemeinsam da auch Feedback zu geben, zu reflektieren, sich zu beraten, also gerade auch für dieses weite Feld jetzt der Digitalisierung, glaube ich, liegt da eine große Chance drin. Ja, danke. Karel, wie stellt ihr das denn sicher, dass ihr dann eventuell gut weitergebildete oder fitte Lehrkräfte habt, dass ihr das tatsächlich in die Umsetzung kriegt? Wir haben die kleineren Schulferien, also Herbst- und Frühlingsferien, das sind die Zeiten, wo wir die Fortbildungen machen. Und wir setzen auch darauf, dass, da wir jetzt alle so viel können, können wir diese auch an diesen digitalen Lerntagen machen. Das heißt, wenn die Schüler halt nicht in Kontaktunterricht sind, die Lehrer aber in den Schulen, in der Schule sind, dann können wir da an diese Zeiten auch etwas einplanen. Und was ich glaube, was auch wichtig ist, dass wir so kleinere Gruppen haben von, 4 bis 6 Leuten, die dann auf eine Fortbildung setzen oder ein Thema sich aneignen und dann durchdiskutieren kann man das, ist es sinnvoll, das bei uns einzuführen oder nicht, dass man mehrere Einblicke und Perspektiven bekommt. Und wenn es dann so 3, 4, 5 solche Gruppen gibt, dann geht die Weiterentwicklung auch etwas schneller. Das heißt, die Lehrer sind sowieso sehr, wollen Qualitätsmaterial haben, sei es um Lernmaterialien oder Plattformen. Das heißt, die Forderungen sind, also das Forderungsniveau ist sehr hoch. Und wenn die untereinander zu einem Ergebnis kommen, dann alles Weitere kann man dann gut umsetzen. Ja, ich lausche hier wirklich mit solchen Ohren und komme gar nicht mit beim Mitschreiben der vielen Ansätze und auch Gelingensbedingungen und hoffe, dass für die Teilnehmenden auch aus den unterschiedlichen Perspektiven kleine Häppchen dabei sind, die sie sich aufschreiben und sagen, okay, damit starte ich dann vielleicht nächsten Montag in meiner Schule oder in meinem Umfeld. Ich komme noch mal zur nächsten Frage der technischen Umsetzung beziehungsweise wie wird eben das technische Gelingen sichergestellt? Vielleicht fassen wir uns zu dieser Frage kurz, sodass wir danach noch mal aufmachen können. Dänemark, Doppelpunkt, externe Berater vom Staat bezahlt. Also das heißt, das ist einfach gesichert. Da hat man eine Telefonnummer und man ruft an und dann kommt jemand und tut das. Wir haben auch eine Telefonnummer, aber das ist jemand, der bei uns tatsächlich auch fest angestellt ist. Wir sind eben Privatschule, insofern ist, glaube ich, die Frage auch wieder jetzt nicht vergleichbar für alle, dann an der Stelle zu beantworten. Das machen wir tatsächlich aus eigener Kraft. Aber es muss jemanden sein. Ich glaube, da können wir uns einig sein. Oder eigentlich, weil in meiner Privatschule war das auch so, da haben wir auch selber diesen Kosten übertragen. Mhm. Aber ich meine, es muss jemanden da sein, der das tut. Das kann nicht der Lehrkraft XY machen. Mhm. Also kann ich nur zustimmen. Also wir haben 3 Leute, einmal den Bildungstechnologen, einmal den Techniker, der sozusagen für die Verkabelung
zuständig ist, und eine Informationsverwalterin, die dann hilft, Homepage oder Facebook oder Instagram oder was auch immer zu verwalten. Aber vielleicht nur kurz, ich finde das so wichtig, dass wir jetzt nicht diesen Frust in Deutschland verbringen. Das habe ich jetzt nach 10 Jahren in Deutschland gelernt, nicht immer positiv über die anderen Länder zu sprechen, weil ich muss auch sagen, vor 10 Jahren war das nicht so in Dänemark. Also ich glaube, da müssen wir auch in Deutschland lange atmen haben. Aber ich kann auch versprechen, dass ich jedes Mal, wenn ich mit Politiker spreche, muss jetzt gleich wieder raus, um ein Gespräch mit Politiker zu führen, weise ich genau auf den Punkt hin. Also ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns nicht verblenden lassen, wie das in anderen Ländern alles ist, aber dass wir das auch mit für unsere Diskurse mitnehmen. Und wir sind auch alle Wähler, da kann man es auch immer sagen. Ja, danke für den Hinweis auch. Das ist, glaube ich, ganz wichtig für die Perspektive, nochmal zu sagen, keines der Länder, von denen wir heute gehört haben, wurde von, ich sage jetzt keine Namen, schon vor 10 Jahren mit diesem perfekten Set an Technik und qualifizierten Menschen, das Umsetzen einfach so ausgestattet, sondern die Realität war auch dort einmal anders. Und ja, danke dafür, nochmal diesen langen Atem aufzubringen, aber eben auch dennoch, was ihr alle drei gesagt habt, anfangen. Ja, also wo auch immer es geht, an der ein oder anderen Stelle anfangen. Wir machen jetzt eine kleine Pause, eine Sendepause von unserer Seite von 3 Minuten. Nutzen Sie diese Pause gerne, um einmal aufzustehen und sich zu schütteln, vielleicht was zu trinken. Und gucken Sie in Menti einmal rein und geben uns einen Daumen hoch zu der Frage, die wir jetzt gleich in der Schlussrunde noch einmal diskutieren sollen. Wir sind um 1 Minute vor 15 Uhr wieder hier. So. Wir leiten unsere Schlussrunde ein. Die 59. Minute hat ja noch ein bisschen, sodass Sie ganz in Ruhe nochmal zurückfinden können zu uns, bevor wir dann nochmal auf Mentimeter schauen und gucken, was Sie noch interessiert. Wir haben schon einiges an Gelingensbedingungen gehört. Wir haben auch noch mal gerade den Hinweis bekommen. Alle haben irgendwo angefangen und Reiter, du hast es gesagt, ihr befindet euch jetzt ja auch gerade in der Auswertung von dem, was ihr aus dem Lockdown mitnehmen wollt. Ja, also eben dieser Punkt, den wir jetzt auch gehört haben, das eine ist der Mut zur Veränderung und dann eben aber auch abzuwägen und zu sagen, gut, wir haben das jetzt versucht, Fehler gefunden oder eben Dinge, die wir jetzt loslassen wollen. Es gibt aber auch Dinge, die wir weiter ausbauen wollen. Vielleicht mögt ihr drei nochmal ein kurzes Blitzlicht darauf werfen, was so in den letzten Wochen und Monaten euer vielleicht auch persönliches so Aha-Erlebnis war. Was hat euch so überrascht? So? Und wo sagt ihr, das ist was, das ziehen wir uns raus und das ist vielleicht sogar ganz gut auf den deutschen Kontext zu übertragen. Also was hat euch erstaunt? Das hättet ihr so nicht gedacht. Und was ist das, was ihr rausziehen könnt zum Übertragen auf den deutschen Kontext? Karel, möchtest du anfangen? Natürlich. Ich glaube, das Überraschendste war, wir haben einen Fragebogen gemacht zu Distanzunterricht im Frühling. Und haben die Schüler gefragt, was war für euch am schlimmsten oder am schwierigsten? Und die ersten beiden Antworten, Top-Antworten waren einmal, ich habe meine Klassenkameraden vermisst und das zweite, ich habe meine Lehrer vermisst. Also nochmal, egal, also wir werden Lehrer auch in Zukunft brauchen. Wir brauchen diesen menschlichen Aspekt, egal wie gut die Technik oder die Ausstattung ist. Deswegen immer auf die Kollegen, auf die Menschen, auf die Lehrer setzen. Das war das Wichtigste, was wir also für uns mitgenommen haben. Herzlichen Dank. Ja, das haben wir auch schon gehört, ne? Die Frage, was kann eigentlich der Mensch gut und was kann der Computer gut? Und da genau hinzuschauen
Und Jakob, du hast ja auch von den Makerspaces berichtet, wo auch ganz schön gezeigt wird, es gibt das Haptische. Ja, das heißt nicht, dass wir von allem, was uns lieb ist und was uns Menschen ausmacht, sei es die Beziehungsebene, sei es mit den Menschen in einem Raum zu sein oder eben auch Dinge anzufassen, davon müssen wir nicht loslassen. Und dennoch kann der Weg zum Digitalen ganz einfach gestaltet werden. Wie war es für dich? Was hast du? Bitte. Naja, also das ist richtig, aber wenn ich dich richtig verstanden habe, dann meinst du so in der Krisenzeit, oder? Ja, genau, weil ich meine, ist natürlich klar, man kann in so einem Makerspace auch nicht arbeiten, weil der ist ja in der Schule. Aber ich glaube, so der Gedanke dahinter ist ja den kreativen Umgang mit Digitalisierung und auch, ich nenne das so ein bisschen der Zurückkehr zu reformpädagogische Gedanken, wo ich aber manchmal so denke mir, dass wir haben auch gesehen, selbst in allen Handreichungen vom Staat jetzt gekommen, dann müssen Kinder eigentlich lernen, selbstgesteuerter zu lernen. Die müssen auch lernen, persönliche Verantwortung zu übernehmen, weil dieses Gedrill, was wir eigentlich mit Schülerinnen und Schülern machen, normalerweise sich nicht ins Digitalen umsetzen lässt, was ich toll finde. Das heißt, es wird große Fragen gestellt. Wir müssen Bildung vielleicht auch neu denken und andere Fragen dazu stellen. Wie sehen neue Prüfungsformate aus? Wie sehen auch Leistungsbewertungen in der digitalen Welt aus? Das finde ich total spannend, dass diese Fragen plötzlich gestellt werden und nicht nur von so einem Randgebiet von wilden Leuten, die große Gedanken, aber wirklich auch in der Breite. Das sehe ich als was ganz, ganz Positives. Und dann sehe ich das genau, wie du gerade angesprochen hast, Julika, dass viele Lehrkräfte sich auf den Weg gegangen sind. Das hat mich tierisch gefreut. Wir haben vom Forum Bildung Digitalisierung viele Calls gehabt, wo wir mit vielen, so wie wir jetzt mit Leuten sprechen, und wir haben so viele Lehrkräfte, Schulleitungen gehört, die gesagt, wir haben einfach Schritte gemacht. Hashtag einfach tun ist ja auch so eine Bewegung, was ich sehr toll finde. Und wenn es dann auch kreativ wird, als eine Schulleitung erzählt haben, dass die Lehrkräfte in der Grundschule, bei denen haben die Kinder einen Auftrag gegeben, Vogelhäuschen zu bauen oder Vogelhäuschen zu bauen, das digital denn zu begleiten und zu sehen, was läuft da, dann wird es richtig spannend. Dann begleitet die Digitalisierung oder digitale Medien unser kreative, projektübergreifendes, vernetztes Lernen. Und dann wird es richtig spannend. Und da sehe ich die ersten Schritte dazu. Und das nehme ich mir auch mit für die Zukunft, diesen positiven Blick dazu haben und zu sehen, was haben wir geschafft, aber denn auch kritisch darauf zu gucken, dass das nicht ausreicht. Es reicht nicht aus mit einer Plattform, wo man nur Sachen hoch und runterladen kann und die digitalisierten Arbeitsblätter. Aber das wissen wir und da müssen wir einfach gemeinsam arbeiten, um zu sichern, dass es nicht so wird. Ja, wer weiß es besser als die Menschen, die in der Schulentwicklung unterwegs sind, dass die Diskrepanz zwischen Wissen und Tun, dass da tatsächlich, da liegt Musik. Reika, wie ist es bei dir? Gab es so ein, das hätte ich wirklich nicht gedacht für dich? Und was nimmst du mit und wo würdest du sagen, ich kenne den deutschen Kontext, das kann man ruhig mal transferieren? Also ich glaube, ja, mich haben eigentlich zwei Dinge überrascht, aber ich muss vielleicht einmal ganz kurz, auch nur, weil Jakob das gerade angesprochen hat, ich muss es einmal zeigen hier, diese Maske ist, oder dieses Schild ist entstanden aus einem Schülerprojekt jetzt in dieser Zeit mit dem 3D-Drucker sozusagen. Also das ist schon toll, was da so möglich ist. Gut, das war ein kleiner Werbeblock für unsere Schülerinnen und Schüler, die das gemacht haben. Was mich überrascht hat, ist tatsächlich, wie lebendig doch dieser Unterricht online möglich ist. Also wie lebendig man ihn dann doch am Ende gestalten kann, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite waren wir alle irgendwie wirklich auch ein bisschen ausgepowert und ausgelaugt am Ende. Schülerinnen und Schüler, Eltern, aber auch die Lehrkräfte. Und wir haben jetzt gerade Ferien. Das ist, glaube ich, auch gut für alle. Und ich hatte eigentlich so erwartet, wir haben auch eine Umfrage gemacht und auch dann natürlich in unseren Klassen immer mal wieder gefragt, soll es zurückgehen in den Präsenzunterricht oder nicht? Und klar, die überwiegende Mehrheit der Eltern, die wünscht sich das, aber wenn ich so in meinen Klassen rumgefragt habe, dann waren da doch viele, die gesagt haben, nö. Also natürlich auch eine große Gruppe, die sagt auf jeden Fall, weil ich möchte meine Schüler und Schülerinnen wiedersehen, aber doch ein nicht unerheblicher Teil von Schülerinnen und Schülern gesagt haben, nee, ich kann eigentlich so viel besser lernen.
Und ich denke, das finde ich ganz spannend. Da ist jetzt aber auch eine große Aufgabe zu lösen, weil man tatsächlich jetzt, und dann komme ich so ein bisschen auf deine zweite Frage, glaube ich, sehr maßvoll und auch sehr bedacht an die Schulentwicklung gehen muss und schauen muss, okay, was nehmen wir jetzt mit? Aber das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Natürlich nehmen wir mit, dass Elternsprechtage online viel besser zu managen sind, ja, oder manche Konferenzen oder so. Aber darum geht es ja jetzt hier nicht, sondern das sind so praktische Sachen. Es geht ja wirklich um große Linien im Bereich der Schulentwicklung. Und ich glaube, da darf man nichts übers Knie brechen. Die Differenzierung und die Individualisierung kann ja sich jetzt noch viel, viel weiter ausgestalten. Und das ist natürlich aber auch eine wirklich große Aufgabe für die Schulen. Und ich hoffe einfach, dass wir uns da eben die Zeit nehmen, das auch wirklich gründlich und bedacht zu tun und jetzt nicht übereilt in irgendeinem euphorischen Anfall zu sagen, und jetzt machen wir einen E-Learning-Zweig auf oder so. Das will gut überlegt sein und das braucht Zeit. Und ich denke, wir müssen uns alle da auch irgendwie noch ein bisschen diese Zeit geben und weiter irgendwie flexibel und dynamisch bleiben, denn wir wissen ja auch nicht, wie lange sich diese Krise noch so fortsetzt. Ne? Ja, das ist vielleicht so mein Fazit. Ganz herzlichen Dank. Das geht ja auch wirklich in Richtung Haltung. Ne? Also wenn wir uns auf der einen Seite angucken, dass wir den langen Atem haben sollen, die Zeit uns überlegt, nichts übers Knie zu brechen und dennoch dynamisch, kritisch, vielleicht sogar auch agil, das hatten wir gestern zu der agilen Didaktik, das muss ja auch vereint werden. Ne? Das ist natürlich auch eine menschliche Frage, wie, mit welcher Haltung, mit welchem Mindset ich da meine Rolle drin spiele. Ich habe noch ein kleines, es ist ein großes Fass, aber weil es jetzt doch noch angesprochen wurde, möchte ich noch mal ganz kurz eben fragen, Heike, du hast es auch gesagt, eben bei der Umfrage, wenn da rauskommt, ich konnte eigentlich so viel besser lernen. Wie habt ihr das denn, ich sage jetzt mal dieses Wort, überprüft? Wie habt ihr eine Lernstandserhebung, Jakob, du hast es angesprochen, gemacht? Und was können wir daraus vielleicht auch einfach jetzt in die, wir sind noch nicht durch mit der Pandemie, aber was können wir für den hybriden Unterricht vielleicht auch da rausziehen? Die richtet sich an mich jetzt, die Frage. Das ist eine schwierige Frage. Du hast es selber gesagt, du machst ein Fass auf. Ich finde, Fass, die kann man jetzt in diesen paar Minuten nicht beantworten. Also das war jetzt ja keine, wie soll ich sagen, keine valide Umfrage in Richtung der Schülerinnen und Schülern. Das war mehr eine informelle Abfrage in den Klassen. Die Umfrage war unter den Eltern. Insofern, also wir haben natürlich hier immer noch das Notensystem. Also dann ist ja die Frage, woran misst du Leistung? Und wenn du diese Frage aufmachst, dann brauchen wir jetzt mindestens nochmal 75 Minuten oder mehr. Wir haben jetzt erstmal ganz klassisch hier bei uns an der Schule auch weiterhin Klassenarbeiten geschrieben, also Noten tatsächlich auch generiert, also klassische Schulnoten. Und da haben wir eben auch gesehen, dass die Schere weiter auseinandergeht. Also wir haben wirklich einen beeindruckenden Anteil der Schülerinnen und Schüler, die, ich sag jetzt mal fast, sind durch die Decke geht, ja, also die da wirklich notenmäßig nochmal richtig einen Zahn zugelegt hat. Und wir haben aber genauso leider auch einen größeren Anteil jetzt derer, die unterm Strich sind, die eben nicht so gut performen an der Stelle. Und ja, und das ist jetzt, das ist eine unserer Baustellen, die wir jetzt sozusagen anpacken müssen. Das sind diese Linien, von denen ich sprach. Da denken wir gerade über mehr individuelle Lernzeit nach. Wie können wir unsere Strukturen vielleicht ein bisschen ändern in bestimmten Jahrgängen, wo es besonders notwendig zu sein scheint. Ja, du merkst schon, jetzt ich komme vom Hölzchen auf Stöckchen, es ist sehr, sehr, sehr komplex. Vielleicht erstmal nur so weit. Um das ja, das, also für mich persönlich waren da jetzt schon wieder wichtige Erkenntnisse bei, die es bestimmt lohnt zu teilen. Jakob, bitte du. Ja, ich versuche das ultra kurz, weil das ist so einer meiner Lieblingsthemen, aber jetzt so 3 Minuten vor Schließzeit ist schwierig, weil
es ist natürlich klar, Noten muss gebildet werden, es muss eine Leistungsbewertung stattfinden, das ist klar, aber ich glaube, wir müssen an die Formate denken. Natürlich ist es klar, wenn man einen klassischen Klassenarbeit alles zu Hause schreiben lässt, dann wird sich jemanden auch, das hat Karel auch gerade gesagt, der will jemand schummeln, das ist klar. Deswegen müssen wir andere Formate machen und da, wie gesagt, andere Länder machen es halt anders. Ich würde mich freuen, vielleicht eine kurze Statement aus Estland zu haben, aber in Dänemark ist es normal, dass die Prüfungen so komplex sind, dass man tatsächlich recherchieren muss, dass man mit jemand anderem in Kontakt sein muss, um den Wissen sich anzueignen und dann aber selber präsentieren und reflektieren. Also ich glaube, es geht ja wirklich um andere Formate und viel mehr mündliche Prüfung als schriftliche Prüfung. So kenne ich das aus Dänemark. Und die kann man natürlich auch so liefern. Ja, so wenig dazu, aber gerne mal wieder. Danke, danke. Karel, du bist schon... Ja, ich mache es noch kürzer. Also je individueller die Bildung wird, desto besser. Und ich glaube, das ist die eine Möglichkeit, sind die digitalen Methodiken und Ansätze, die wir jetzt erlangt haben. Und das war's. Ganz herzlichen Dank für diese, wie sagtest du noch, Karel, wir Estländer, wir sind relativ wortkarg, aber dennoch in der Kürze lag auf jeden Fall die Würze. Ganz herzlichen Dank nochmal für meine Seite an eure tollen Inputs. Bevor wir diesen Raum verlassen, möchte ich Sie, liebe Teilnehmenden, bitten, uns ein Feedback zu geben, damit wir auch unsere Formate noch besser gestalten können. Das ist wirklich ein sehr, sehr kurzes Feedback. Sie müssten bloß jetzt sich den Link aus dem Chat kopieren, weil der Chat wird erstens nicht gespeichert und zweitens ist er Ihnen gleich auch nicht mehr zugänglich. Kopieren Sie einfach eben diesen Link raus und dann können Sie auch im Nachgang dieses Webinars noch diese vier Fragen beantworten. Mir bleibt an dieser Stelle ein ganz herzliches Dank für Ihre Teilnahme, liebe Teilnehmenden, für unser Team, technische Unterstützung, Anke Wagner mit der Hilfe für Mentimeter und eben an euch, liebe Referentin und liebe Referierenden, ich nehme eine Menge mit und Karel, was du sagtest, der Weg zum individualisierten Lernen. Ja, und ich finde, ihr habt auch einen guten Einblick da reingegeben, dass das nicht bedeutet, auf Kollaboration und Co-Kreation zu verzichten. Ich sage es nochmal, das mit dem Barcamp, da würden sich wahrscheinlich ein paar Menschen freuen, noch mehr in Austausch mit euch zu gehen. Ganz herzlichen Dank von mir an euch und vielleicht sehen wir uns nochmal in einem anderen Webinar oder Barcamp wieder. Die Online-Themenwoche geht weiter, heute noch, die nächste Woche. Ich hoffe, Sie haben die Webseite schon gut studiert. Wenn Sie weiter in Austausch sein möchten mit den Teilnehmenden, dann gibt es eine Telegram-Möglichkeit. Es gibt viele Gruppen, denen Sie beitreten können. Es gibt die Kaffeeküche, da können Sie sich austauschen. Es gibt regionale Gruppen. Nutzen Sie dieses Angebot gerne, weil so die Kaffeeküche, die fehlt ja schon so ein bisschen, wenn man dann noch mal ein bisschen ins Plaudern kommen will. Also greifen Sie zu, nutzen Sie diese Gelegenheit. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.